23. Juni 2006. Es dauerte fast 2 Wochen, bis die Testergebnisse kamen. Rains letztes Kindergartenjahr ging zu Ende und nach den Ferien würde sie in eine Muggelgrundschule gehen, so hatte sich Hermione entschlossen. Es würde ihrer Tochter gut tun, sich an einen Schulalltag zu gewöhnen, und ein wenig Basiswissen war auch nicht schlecht. Sie war nervös, denn jeden Tag konnte der Brief kommen, der alles entscheidende Brief. Laut Ginny und Harry und Ron und Nadja war der Test vollkommen überflüssig und eigentlich sah Hermione das auch so, aber es war eben noch nicht hundertprozentig sicher. Was würde Draco machen, wenn der Test positiv ausfiel? Würde er sich in ihr Leben einbringen? Sich um Rain kümmern? Oder würde er sich gar nicht um sie kümmern? Schlaflos wälzte sich Hermione in ihrem Bett hin und her. Sie konnte nicht schlafen. Wie sollte sie Rain beibringen, dass sie jetzt, nach 6 Jahren, auf einmal einen Daddy hatte? Wie würde sie reagieren? Freudig? Traurig? Wütend? Enttäuscht, dass Hermione nicht früher etwas gesagt hatte? Gegen 6 Uhr morgens stand sie auf und ging in die Küche. Wie jeden Tag weckte sie Rain, machte ihr Frühstück und brachte sie in den Kindergarten, bevor sie selbst ins Ministerium ging. Bei der Arbeit war sie unkonzentriert. »Hast du schon was bekommen?«, fragte sie Draco irgendwann. Der schüttelte den Kopf. Er wirkte nicht halb so nervös wie sie. Vielleicht konnte er es auch nur gut verstecken. »Blaze hat was fallen gelassen, dass die Ergebnisse heute kommen müssten.« Hermione biss sich auf die Lippe. »Kommst du heute Nachmittag vorbei?«, fragte sie schließlich. »Dann können wir den Brief zusammen aufmachen.« Er verdrehte die Augen. »Wenn es dir so wichtig ist«, spottete er. »Natürlich ist es mir wichtig«, entrüstete sich Hermione. »Es geht hier um unsere Tochter. Um deine Tochter.« Sie gingen gemeinsam nach Hause und tatsächlich lag in ihren Briefkästen jeweils ein Umschlag mit einem Sankt-Mungo-Stempel. Mit zitternden Fingern öffnete Hermione den Brief und zog einen Schwung Papier heraus. Es waren 4 Blätter mit irgendwelchen Anschreiben, Formularen und Ergebnislisten und Hermione blätterte hektisch alles durch, während Draco weder nervös noch wirklich interessiert aussah. Da stand es. Ganz unten. Name des Kindes, Rain Mary Granger. Name der Mutter, Hermione Jean Granger. Name des getesteten Vaters, Draco Lucius Malfoy. Vaterschaftstest? Negativ. Aber, Hermione starrte das Blatt entsetzt an. Da hast du es. Draco stand auf. Ich bin nicht Rains Vater. Das habe ich von Anfang an gesagt. Er verließ das Zimmer und es wurde still. Dann kam er noch einmal zurück und hockte sich neben Hermione, die immer noch fassungslos auf dem Boden saß. Sanft berührte er sie an der Schulter. Es tut mir leid, Granger, sagte er leise. Rain ist ein tolles Mädchen. Ich wäre stolz gewesen, ihr Vater zu sein. Dann verschwand er. Nicht nur für den Augenblick. Nein, er verschwand ganz. Er kündigte seinen Job und seine Wohnung. Er brach den Kontakt zu Nadja ab. Blaze Zabini, meldete sich der junge Arzt am Telefon. Hi, Zabini, hier ist Hermione Granger. Hermione räusperte sich. Granger, was gibt's? Entschuldigung, störe ich? Nein, nein, keinesfalls. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Test falsch ist? Die Blutproben vertauscht oder irgendetwas? Fragte sie verzweifelt. Granger, es tut mir leid. Ich habe die Ergebnisse gelesen, aber du darfst nicht vergessen, wir sind Magier. Die Ergebnisse sind zu 100% korrekt. Ich weiß, dass du dir einen Vater für Rain wünschst, aber... Und wenn die Proben vertauscht worden sind? Fragte Hermione. Ich habe die Proben selbst im Labor abgegeben. Sie sind ganz sicher nicht vertauscht. Er hielt kurz inne. Es sei denn, du unterstellst mir, die Proben absichtlich vertauscht zu haben, weil Draco kein Vater sein wollte. Ich, setzte Hermione an, tatsächlich war das ihre Überlegung gewesen. Granger, hör mal zu. Wir sind hier nicht mehr in der Schule. Das ist mein Job und den erledige ich sorgfältig und ehrlich. Und ich vertausche ganz sicher nicht absichtlich die Proben, egal ob für Draco oder irgendwen anders. Es tut mir leid, murmelte sie. Ich dachte nur, ich war mir so sicher, weil sie ihm so ähnlich sieht und jetzt... Ist schon okay. Seine Stimme wurde weicher. Ich war mir auch sicher, dass der Test positiv sein würde.
Aber wie gesagt, der Test ist absolut korrekt. Es tut mir leid, Granger. Eins noch, sagte Hermione. Weißt du, wo Draco jetzt ist? Keine Ahnung, ich dachte, er wohnt und arbeitet zusammen, fragte Blaise überrascht. Er hat gekündigt und ist verschwunden, berichtete Hermione. Kurz war es still. Ich schau mal, ob ich ihn irgendwo finde, versprach er dann. Tschüss, Granger. Tschüss, Sabini. Sie legte auf. Wer kam jetzt als Vater von Rain in Frage? Von Draco sollte sie für lange Zeit gar nichts hören.